So, ich muss erstmal was zu essen besorgen für die ganzen Katzen, ne? Sind jetzt die ganzen Katzen eingezeichnet? Da, Katzen. Da sind Katzen. Diese ganzen Yakuza 7 Anspielungen finde ich mega geil. Ah. Der Bisophon. Nehmen wir das. Wir durften sogar schon mal Katzennamen benennen, ne? Das heißt, wir machen uns jetzt Katzen zu Freunden. Sorry. Boah, in Yakuza 7 war das so gefährlich, ne? Sieben wurde ich auch so oft angefahren. Hallo, ich hätte gerne Katzenfutter. Und da alle Läden anderes Katzenfutter haben, muss ich noch in weitere Läden gucken. Da waren wir. Ach. Da gibt's auch noch ein Popo. Hey, Maya. Kleine Fische. Oh, da sind sie wieder gespawnt. Die ignoriere ich aber. Irasshaimase. Oh, Premium Boss. Jetzt gibt es auch schon Dark als Premium. Okay, der hat keine Katzensachen. Arigatou gozaimasu. Okay, dafür nehme ich jetzt mal ein Taxi.
Irasshaimase. Ah, okay, die haben alle das gleiche, gut. Arigato gozaimasu. Dann war der Weg umsonst. Aber hier sind Katzen in der Nähe, von daher war der Weg nicht ganz umsonst. Na du, Kätzchen? Schön, dich kennenzulernen. Ich will nicht immer Kätzchen sagen. Ich sollte dir einen Namen geben. Namaika. Was? Was? Warum kann ich den nicht selbst bestimmen? Ich dachte, ich darf den Namen geben. Das ist aber alles andere als Namen geben. Schnuckelchen. Champ. Baby, bitte was? Heißt du jetzt Schnuckelchen? Matane. Freut mich. Bis bald mal wieder. Schnuckelchen. Jetzt bin ich enttäuscht. Schnuckelchen. Nicht schreiben muss. Ich hab in Yakuza... Warte mal, welcher Teil war das? 3 oder 4? Hab ich auch schreiben müssen. Ich konnte, glaube, sogar Hostessen in Yakuza 4 einen eigenen Namen geben. Da musste man ausschreiben, deswegen verstehe ich jetzt nicht, warum die es so gemacht haben. Wenn die schon sagen, dass den Namen geben, das finde ich nur irgendwie, ja, leider schwachsinnig. Aber gut, nehmen wir das so hin, dann heißt das jetzt Schnuckelchen. Was für ein hässlicher Name, die waren alle hässlich. Wer nennt denn sein Baby? Oder was war da noch? Champ. Hey Champ, komm her. Wer nennt seine Katze so? Ah. Jetzt bin ich mad. Mad Dog. Katziosis hier. Na du, Kätzchen? Schön, dich kennenzulernen. Ich kann nicht immer Kätzchen sagen. Ich sollte mir einen Namen. Namaika. Das sind schon eher Namen hier. Shadow, Prinzesschen. Na gut. Okay, sagen wir mal so. Die haben einfach die Namen übersetzt. Hime. Kage. Ich weiß nicht, was Kärchen auf Japanisch heißt, aber eine Katze Hime zu nennen wäre schon okay. Oder Kage. Hier haben sie wenigstens einen englischen Namen hingeklatscht. Shadow. Aber... Der sieht nicht aus wie ein Prinzesschen. Der sieht gleich aus, als würde er mich fressen wollen. Na komm, Hime. Matane. Und was jetzt? Muss ich immer hin und her switchen, weil... Laufen wir einmal im Kreis. Komm, let's go. Vielleicht regen wir dann die Katzen an. Hallo. Nice, danke.
prügeln wir uns mit den Heinzelmenschen hier. Es sind Verbrechen zu lösen. Ja, Gabi, komm her, Kitty, Kitty. Ja. Reicht das einmal um den Block? Ja, es reicht. Na du, länger nicht gesehen. Na, Maika. Prinzessin. Möchtest du ein bisschen spielen? Füttern? Sieht hungrig aus, oder? Na, du putzt ja ganz schön was weg. Was? Da frage ich mich, wie das wohl schmeckt. Noch einmal um den Block. Oder wir gehen einfach nur die Straße entlang. Und zurück. Reicht das schon? Müsste eigentlich weit genug sein. Ja. Na du, Kätzchen? Schön, dich kennenzulernen. Das ist ein neues Kätzchen! Na, Maika. Was sind das denn für ein Gürkchen? Komm her, Gürkchen! Anarella! Mirabel, was? Der Name ist Mirabel, okay. Matane. Freut mich. Bis bald mal wieder, ja? Gürkchen. Ich nenne meine Katze auch Gürkchen. Warum nicht gleich Rettich? Oder Wasabi? Oder Karotte. Karottchen, komm mal her. Da, Prinzessin wieder. Na, Maika. Yes, yes. Du bist ein liebes Kätzchen. Rhabarber! Warum nennen wir es nicht gleich Vegeta? Alle Gemüsesorten in einem. So, da ist übrigens noch eine Katze, ne? Na, du Kätzchen? Na, Maika. Schnurren! Schnurrsine! Nein! Nein! Und die Namen alle so unpassend. Tiger würde ich den nie nennen wollen. Zum Beispiel Schwarzen hätte ich Kage nennen können, also Shadow. Tiger, passt zu dem da? Du bist jetzt Schnurren. Her und von zu Schnurren. Matane. Schnurren, der Katzhaftige. Ich glaube, auf Japanisch wären die Namen viel geiler. Schade nur, dass ich das nicht lesen könnte. Weil ich mit Kanji mich nicht so auskenne. Ganz ehrlich, man kann doch keine
Namen übersetzen. Voll schlechte Namen aussuchen. Ja! Was ist los mit dem? Na, wie habe ich dich genannt? Nee, du Gürke. Mirabel, genau. Du warst Mirabel. Möchtest du ein bisschen spielen? Komm, ich füttere dich mal. Siehst aus, als hättest du Hunger. Oh, so braves. Es gibt halt so drei Katzen, bei dem anderen waren es auch drei Katzen. Aber wie bringt mir das jetzt weiter bei der Nebenmission? Passiert da noch was? Ich muss gleich den Stream beenden. So. Du warst Schnurron, ne? Namaika. Schnurron. Schnurron, möchtest du ein bisschen spielen? Na komm, dich füttern wir auch. Hier. Oh ja. Aber das hätten sie ruhig so machen können, hätten das, also, dass man halt den Namen schreiben muss. Und dann hätte man das halt wieder so schreiben müssen. Na gut, wenn man die Katzen alle gleich nennt, ne, dann wäre es natürlich voll einfach. Na, Maika. Du warst Prinzessin, ne? Liebevoll anblicken. Ich weiß nicht, ob ich Angst haben soll, oder? Dieser Blick. Das ist gut. Ich glaube, wir freuen uns allmählich an. Ich glaube, da hat mir jemand ein Geschenk dagelassen. Vielleicht beißt du dir in die Nase. Na gut, ich glaube, mit diesen Katzen komme ich schon gut, ganz gut klar. Auch wenn es mir ziemlich spät einfällt, wie werde ich den Rahmenstand so denn wirklich auftreiben können? Der Stand ist doch nachts geöffnet, oder? Wie war das? Dann überlasse ich den Rest jetzt mal Schicksal. Na Katze, ja. Ein Rezept. Ich weiß nicht, wo die den her hat. Ganz ehrlich. Oh, jetzt müssen wir das mit Katzen und seinen Freunden. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das nehme ich aber nicht auf, wie ich das maximiere, ne? So. Aber wenn wir mal hier in der Gegend sind oder so, dann können wir gleich die Katzen uns anstreichen und so. So, wir rufen mal ein Taxi. Also wir machen diese Nebenmission natürlich noch zu Ende, ne? Lösung, ey. Oh, ey, es ist. Ah, dieses Spiel, ne? Oh, was ist denn? Bist du den weiten Weg hierher gekommen, weil du Hunger hast? Hm? Ist da drüben etwas? War nett mit dir, Prinzessin. Hey, sind wir bald da? Dieser Geruch, kann es sein? Ich kann nicht glauben, dass es ihn wirklich gibt. Ach
Ach ja, ich muss Joe-san Bescheid sagen. Kagami-san, bist du sicher, dass der Rahmen stand? Da ist er! Ich kann kaum glauben, dass ich ihn tatsächlich sehe. Ich bin ehrlich selbst überrascht, aber die Katze hat mich tatsächlich hierher geführt. Katzen sind Götter. Also gehen wir an den Stand, doch was essen, ehe er wieder verschwindet. Ich glaube zwar nicht, dass er verschwindet, aber du hast recht. Wer weiß, wann wir wieder herkommen. Wenn wir uns diese Chance entgehen lassen, dann los. Wir haben keine Karte. Wir servieren nur Rahmen. Eine Schüssel für jeden? Ja, bitte. Wir hätten gerne jeder eine Schüssel Rahmen. Joe-san ist voll lauter Nervosität, wie er starrt. Ich sehe wirklich nichts Ungewöhnliches an dieser Imbissbude. Außer, dass es hier massenhaft Katzen gibt. Da fällt mir ein, es hieß ja, dass die Katzen als Grundlage für ihre Brühe nehmen. Ob da wohl was dran ist? Hier bitte sehr, einmal Rahmen. Deine kommt auch gleich. Hi. Hallo. Ich will hier keine Geschäftsgeheimnisse ausspielen, aber was ist eigentlich die Basis für die Brühe? Ach, du fragst dich, ob wir sie aus Katzen kochen? Oh. Naja, gewissermaßen. Hahaha, natürlich nicht. Ich stamme aus einer Familie von Fischern. Und unser einzigartiges Familienrezept basiert darum auf Bonito. Na, die Katzen kommen deswegen angedackelt. Aber die Katzen schienen die Bonito-Flocken zu mögen. Darum wimmelt es jetzt hier von unseren Katzenfreunden. Dadurch sind ein paar seltsame Gerüchte über uns entstanden. Und ehe ich wusste, wie mir geschah, nannte man uns den Phantom-Rahmenstand. Dabei richten sich die Öffnungszeiten des Standes nur danach, wann die neuen Suppenbrühenvorräte von meinen Eltern eintreffen. Ach, so ist das also. Das erklärt die unregelmäßigen Öffnungszeiten und die Scharen von Katzen. Da hast du deine Antwort, Joe-san. Wie lecker! Hoppla. Oh. Was ist das für ein Aroma? Diese Rahmsuppe ist gehaltvoller als alles, was ich je gekostet habe. Ein rassiger erster Eindruck, gefolgt von einem eleganten Abgang. Der Eindruck der Suppe ist unvergesslich, gleich vom ersten Löffel an. Und doch ist sie zurückhaltend im Geschmack und da passt sich perfekt den Aromen von Schweinefleisch, Bambussprossen und Frühlingszwiebeln an. Sie betont nicht nur einladend jedes Element der Rahmen, sondern rundet sie ab zu einem Gleichgewicht, das man die goldene Mitte nennen könnte. Brillant! Einfach brillant! Der pusht sich ja selbst voll auf. Aber zerlegt man sie in ihre einzelnen Elemente, stellt man fest, dass sie im Grunde ganz simpel sind. Bonito-Brühe, Ingwer, Mirin, Hühnerknochen und Knoblauch. Und doch enthält sie außerdem etwas, was sich mir definitiv entzieht. Das ist die finale Zutat, die diese ultimative Rahmensuppe vervollständigt. Was ist der Schlüssel zu dieser goldenen Mitte? Aber wenn da keine Katzen in der Brühe sind, was ist es dann? Ich habe keine Ahnung, wovon du da redest. Aber freut mich, dass es dir so schmeckt. Aber wenn du deinen Rahmen mit so einer Intensität isst, verlierst du da nicht aus den Augen, was wirklich wichtig ist? Meister! Wie du gesagt hast, dies ist die ultimative Form von Rahmen, bei der großer Wert auf Einfachheit gelegt wurde. Wenn ich sonst noch was hinzugefügt habe, dann würde ich sagen, das war Liebe. Uah. Ja, Liebe! Ich glaube, niemand kann mehr Liebe und Leidenschaft aufbringen, als ich in jede Schüssel gieße. Chefkoch. Ha! Guten Appetit! Schmeckt sie wirklich so anders, nur weil die Bonito-Brühe einzigartig ist? Vielleicht hat er für die Zubereitung eine besondere Methode benutzt, oder? Und hier ist deine Schüssel. Danke für deine Geduld. Oh, danke. Hä? Das ist so köstlich. Die letzte Zutat war
Der Finger des Meisters. Aber ich weiß nicht, ob ich ihm das jetzt sagen will. Ich liebe Ram! Nils Finger vom Meister. Ich habe jetzt nicht genau aufgepasst, was da passiert ist. Hat er seinen Finger mit in die Schüssel eingetunkt und... Klingt ein bisschen eklig. Ja, der hatte den Daumen in der Suppe. Ich will nicht wissen, wo der den Finger überall hatte. Der Skill Schwelle des Todes gefräßige Schlange wurde freigeschaltet. Gefräßige Schlange? Kennt ihr noch diese Attacke? Ach, hier gibt es ja auch noch ein paar X-Moves. Die sind ja für jeden. Für jeden. Ist denn der Move? Bei Fähigkeiten hat er mir gesagt. Ah, das ist es. Ich wollte hier die 40.000 was, ne? Aufsparen. Nasebohren. Ja, gibt so einen gewürzigen, salzigeren Geschmack. Ah. Ah. Nee, komm, lass mal. So, das Geheimnis um den Rahmen wurde gelöst. Ich liebe das Spiel jetzt schon. Ich habe es auch schon geliebt, wo ich es angefangen habe. So.